Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mein kleines Real-Life-Video. Ich wurde nämlich heute gegen Corona geimpft. Und dieses Video nehme ich jetzt tatsächlich sehr spät am Abend auf, da es möglich ist, dass ich morgen nicht in der Lage sein werde, Videos aufzunehmen. Mögliche Nebenwirkungen der Corona-Impfung sind nämlich, dass man ein starkes Fieber bekommt, Kopfschmerzen bekommt, dass der Arm anschwillt und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ich dazu morgen in der Lage sein werde. Deswegen nehme ich jetzt das Video auf. Auf jeden Fall wurde ich hier im linken Arm geimpft. Das tut weh. Warum haue ich da drauf? Der ist auch schon so ein bisschen angeschwollen. Und ja, also wie kam es eigentlich dazu, dass ich geimpft wurde? Ja, also ich bin in der Risikogruppe und habe eigentlich noch keinen festen Impftermin bekommen. Ich bin aber heute mit meiner Mutter zum Impfzentrum gefahren. Ich werde euch hier im Hintergrund immer ein paar Bilder einblenden, damit ihr so ein bisschen seht, wie mein Tag so war. Also sind wir zum Impfzentrum gefahren, wo wir dann einfach gefragt haben, ob Impfdosen übrig geblieben sind. Das passiert nämlich sehr oft, dass Impfdosen am Abend übrig bleiben von Leuten, die nicht zum Termin erschienen sind. Und diese werden dann einfach weggeschmissen, weil die nicht zum nächsten Tag aufbewahrt werden können. Wenn diese Impfampulle, da sind weiß ich nicht wie viel, ich lass mich lügen, 5 Impfdosen in so einer Ampulle drin. Und wenn die angebrochen ist, muss die am selben Tag aufgebraucht werden, so rum. Und dementsprechend bleiben die übrigen Impfdosen da und werden dann vernichtet, wenn sie nicht gebraucht werden. Also sind wir hingefahren, kurz vor 16 Uhr, wo dann dort Schluss ist am Impfzentrum, und haben gefragt, ob noch Impfdosen übrig sind. Nach langem Warten haben die gesagt, ja, ist in Ordnung, ich kann geimpft werden. Dann sind wir halt reingegangen, mussten uns die Hände desinfizieren, mussten natürlich auch die ganze Zeit diese Schutzmasken aufsetzen. Habe ich jetzt hier eine liegen? Nee, habe ich nicht. Und dann musste ich erstmal 4 Seiten Dokumente durchlesen. Da stand drauf, wie der Impfstoff wirkt und was mit mir passieren kann, wenn ich geimpft bin, was für Nebenwirkungen es geben kann, was für Vorteile ich dadurch habe. Das habe ich alles unterschrieben, habe nochmal angekreuzt, dass ich keinerlei Vorerkrankungen habe, wann ich die letzte Impfung bekommen habe von irgendwas und so weiter. Und dann ging es auch schon los. Dann bin ich in einen anderen Raum gekommen. Wie gesagt, ihr seht hier im Hintergrund immer so ein paar Bilder eingeblendet, wo dann verschiedene Ärzte saßen. Es ist ja so, dass Ärzte sich freiwillig melden können, beim Impfen zu helfen. Die werden dann dafür bezahlt. Das heißt, du bist Arzt zum Beispiel, hast eine Praxis, dann darfst du immer mit 2 Krankenschwestern zum Impfzentrum kommen. Und wirst dann dafür bezahlt, dass du dort die Leute impfst. Das wird sogar sehr gut bezahlt, ist trotzdem, soweit ich weiß, relativ unterbesetzt. Dann wurde ich dort geimpft. Davon habe ich tatsächlich auch ein Foto, das seht ihr jetzt hier. Und ich hatte so ein bisschen Schiss, ich weiß auch nicht. Bei Impfungen bin ich immer so ein bisschen nervös. Ich habe richtig krasses Herzklopfen gehabt. Die Ärztin meinte so, ja, die Nadel ist ein bisschen länger. Wenn ich jetzt sage, dann hältst du die Luft an und atmest erst wieder aus, wenn ich sage jetzt. Aber letztendlich hat es dann auch gar nicht wehgetan und ging ganz schnell vorbei. Dann musste ich mich noch eine halbe Stunde in so einen Nebenraum setzen zur Überwachung. Das liegt einfach daran, dass die gucken wollen, ob man gut auf den Impfstoff reagiert, ob man irgendwelche allergischen Reaktionen hat oder so, dass sie dann direkt eingreifen könnten. Und dann durfte ich gehen. Das war es eigentlich dann auch schon. Da war ich geimpft, mein erster Impftermin war durch. Der nächste Termin wird mir in 6 bis 12 Wochen gegeben und dann bin ich nicht immun gegen Corona, aber geschützt. Und ich könnte auch jedem von euch raten, wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst euch impfen. Und wenn ihr gehört habt, dass der AstraZeneca-Impfstoff scheiße ist, macht es trotzdem. Nur weil der Impfstoff ein bisschen weniger wirkt, seid ihr trotzdem mehr geschützt. Ich kann euch das ja einmal zeigen. Ich habe das hier auch mal aufgerufen. Ihr seht hier, wie gut die Impfstoffe schützen. Hier BioNTech, der aus Deutschland 95%, die Schutzrate von Moderna 94% und von AstraZeneca, der Impfstoff, der zurzeit bei uns verfügbar ist, 70%. Das sind trotzdem 70% mehr Schutz, als ihr ohne Impfstoff habt. Und der Schutz, dass ihr nicht auf die Intensivstation kommt, solltet ihr Corona haben, ist sehr hoch. Also der ist noch höher als diese 70%. Deswegen lasst euch einfach impfen. Es ist besser für euch, es ist besser für alle in eurem Umfeld. Ihr seid damit sicherer, wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst es wirklich machen. Ja, so viel wollte ich eigentlich dazu nur sagen. Mir geht's ganz gut. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen und mein Arm wird ein bisschen dick. Das soll sich in 1 bis 2 Tagen legen. Das, was mir auf jeden Fall wert, wenn morgen kein Video kommt, dann ich werde mein Bestes geben, aber dann wisst ihr, woran es liegt.
Ich hoffe, euch hat das interessiert. Schreibt mir mal, was ihr davon haltet. Seid ihr gegen Corona geimpft? Was haltet ihr von Corona-Impfungen? Würde mich sehr interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.